in der Offensive dank des Stich in die Augen. Aber nein, abgefangen. Exploder. Suplex. Wunderbar gemacht. Endlich können wir den wiedersehen von Kim Ray. Und in der nächsten Woche WXW Shotgun. Da erlebt ihr es. Walter von Ringkampf gegen Kim Ray. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie lange kann Maggot dem Ansturm von Kim Ray noch standhalten? Schöner Dropkick in die Ecke. Mit dem 30. April erlischt meine Verpflichtung hier bei WXW. Und ich gehe. Nicht zuletzt wegen diesen Geschichten. 30. April bin ich. Wir stehen immer wieder an diesem Punkt und immer wieder wird hintenrum gesprochen, aus dem einen Grund, dass du dich weigerst, erwachsen zu werden. Ich weigere mich überhaupt gar nicht, Christian. Ich habe mich nie geweigert. Niemals. In allen 5 Jahren habe ich mich niemals bei irgendetwas geweigert. Nie. Ich war immer derjenige, der stramm stand. Für dich. Vor dir. Vor Walter. Vor jedem hier. Und wo hat es dich hingebracht? Ja, kurzfristig hat es mich ganz da oben hingebracht. Aber weißt du, wo es mich nicht hingebracht hat? Zu mir, als wahren Champion. Dahin hat es mich nie gebracht. Und dahin, wo ich eigentlich gehöre, dahin hat es mich nicht gebracht. Christian, ganz ehrlich, World Champion, Unified Champion, schön und gut, Tag Team Champion, schön und gut. Aber ich sag dir ganz ehrlich, von Mann zu Mann, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig war, einen Nichtringer in das Ganze zu involvieren. Erwachsen werden, das habe ich ernst gemeint. Komm mir nicht mit diesem Erwachsenen, Christian, komm mir nicht mit diesem Scheiß. Seit Wochen. Digga, ich hab's bis hier, ohne Scheiß. Wir beide, wir sind fertig. Bremen, Hamburg ist ein Derby. Und The Mac ist nur ein weiteres Sprungbrett. Bobby Ganz ist ein Gewinner. Denn mein Swag ist Rick James. Und nach all dem Stress, nach all dem Struggle, komme ich nach Hause zu dem Max seiner Freundin. Denn sie ist meine Matratze. Für mich kann es den geraden Weg immer nur geben. Und der Weg führt mich zum Shot auf den WXW Unified World Wrestling Championship-Titel. Und ich sehe das so klar. Diese Gleichung, dass in 5 Jahren es nur einen geben kann, der den WXW regiert. Entweder die Lawine bricht über die WXW oder die Lawine bricht an meinem Schädel. Kim, du musst das doch am besten verstehen. Du bist doch einer von denen, die zurückgetreten sind und es nicht ausgehalten haben und wieder zurückgekommen sind. Was meinst du, wie es mir geht? Ich bin zurückgetreten. Ich bin zurückgekommen. Und dann wurde ich von meinem eigenen Körper zurückgetreten. Meinst du? Du weißt doch selber, wie es ist. Carsten, da ist aber ein kleiner Unterschied. Wenn ich zurück in den Ring steige, riskiere ich meine Gesundheit. Du riskierst dein Leben.